Wenn du an die Wanderung des Volkes Israel durch die Wüste denkst, dann weißt du, es gab immer wieder Situationen, wo sie in eine offene Rebellion gekommen sind, wo Murren war, wo einfach dieses innere Aufstehen war gegen die Umstände, in die sie hineingekommen waren. Da gab es kein Wasser und das Murren ging los. Da gab es nicht das Essen, das Murren ging los. Letztendlich kamen sie immer wieder in eine Situation, wo sie aufbegehrten gegen das, was ihnen da passiert war. Beachten müssen wir, dass es nicht in dem Sinne normal war, wie wir das vielleicht einschätzen würden. Naja, wenn es kein Essen gibt und wenn es kein Wasser gibt, dann ist das doch ganz normal, dass man dann irgendwie in ein Aufbegehren kommt. Es war so, dass das Volk Israel durch große Zeichen und Wunder Gottes aus dieser Knechtschaft, aus der Sklaverei herausgeführt worden war. Und sie hatten Gottes Versorgung und seine Treue erlebt. Und doch, in der Situation ging Murren und Klagen los. Gegen Mose, gegen Aaron. Aber letztlich lesen wir in 2. Mose 16, dass der Herr hörte, dass das Volk gegen ihn murrte. Denn Mose sagte, nicht gegen mich und Aaron murrt ihr, sondern gegen den Herrn murrt ihr. Murren ist ein ganz altes Wort und trotzdem haben wir in unserem heutigen Sprachgebrauch immer noch die Bedeutung dieses Wortes vor Augen. Murren ist etwas wie Klagen, wie etwas Aufbegehren, wie etwas in Rebellion bringen, in Negatives hineinbringen. Und dieses Negative und diese Rebellion führen oft Menschen in ein Abseits von dem, wo sie in Gottes Beziehung nicht mehr in einer Ruhe sind. Da gehen Dinge nicht so, wie wir das dachten. Und schon sind wir aggressiv. Da geht es nicht so, wie wir gebetet hatten und wie wir gedacht hatten, das muss Gott aber unbedingt jetzt so machen. Und schon geht unser Misstrauen gegen Gott und seine Führung los. Wir haben vielleicht in der Vergangenheit wirklich Wunder und Zeichen in unserem Leben gesehen, wirklich Versorgung gesehen. Und doch, in der Situation reagieren wir mit negativen Gedanken, negativem Reden und unser ganzer Mensch entwickelt eine negative Haltung. Mediziner haben festgestellt, dass dieses negative Reden und negative Denken Menschen krank macht. Und da ist was dran. Verändere deine Position. Denke darüber nach, wo der Herr dich versorgt hat, wo du gut durchgekommen bist, wo er dich geführt hat. Und komm in eine Haltung von Dankbarkeit. Vielleicht sagst du jetzt, in meinem Leben ist es im Moment nicht so, dass ich dankbar sein kann. Dann triff jetzt eine Entscheidung, die nicht aufgrund deiner Gefühle oder von dem ist, was du siehst, sondern dass du sagst, Herr, ich treffe die Entscheidung, dir ganz neu zu vertrauen, dass du mich in das verheißene Land, in meine Berufung, dass du mich auf meinem Lebensweg führst. Ich treffe die Entscheidung, Herr, dass ich mich unterordne unter deine Hand und dass ich weiß, du führst mich, du führst meinen Lebensweg. Ich treffe die Entscheidung, dass ich weiß, aus der Schrift, aus dem Wort Gottes, aus den Verheißungen des Wortes Gottes, dass der Herr die Herzenspläne, die er hat für mein Leben, dass er sie hervorbringen wird. Er wird dich führen und du wirst ankommen. Gott ist für dich und er ist neben dir. Vielmehr noch, Christus ist in dir. Der Heilige Geist leite dich. Verlass dich darauf und triff jetzt heute eine Entscheidung gegen Murren, gegen Klagen, gegen Unzufriedenheit, gegen dieses Misstrauen gegen Gott. Und sprich zu dir selbst. Gott hat mehr für mich.